In Spektren, der Podcast aus der deutschsprachigen A-Spec Community. Hallo und herzlich willkommen zum Livestream von In Spektren anlässlich der Aro Week. Unser heutiges Thema ist das aromantische Spektrum und die queere Community. Mein Name ist Finn. Ich verstehe mich als aromantisch und Grey Ace. Ich komme aus Österreich und verwende keine Pronomen. Hallo zusammen, auch von mir. Mein Name ist Getz. Ich bin eine weiße Cis-Frau aus der Schweiz. Ich nutze sie, ihr Pronomen und ich bin Aro Ace. Ja, hallo zusammen. Ich bin JJ, verwende sie, ihr Pronomen, bin Ace, aber ich definiere mich nicht als Aro und ich komme ebenfalls aus der Schweiz. Ich werde heute den YouTube-Chat im Auge behalten. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr da gerne welche stellen. Ja, hallo, ich bin Noah. Ich bin Ace und demiromantisch. Ich nutze am liebsten keine Pronomen, also besser gesagt Name statt Pronomen. Alternativ ist aber auch sie und ihr okay. Ich komme aus Deutschland und ich habe heute den Chat in A-Spec German im Auge. Und ja, wir sind nicht allein. Wir haben uns noch eine Gastperson eingeladen. Magst du dich mal vorstellen? Ich bin der Sal. Pronomen oder Neopronomen. Ich bin aus Österreich und sitze gerade in Wien. Habe ich schon erwähnt, dass ich Aroala bin? Nö, aber jetzt. Jetzt. Okay, das habe ich jetzt erwähnt. Aroalo, Bi und Transmask. Wunderbar, herzlichen Dank. Ihr seht, wir sind eine unüblich große Runde diesmal. Wir sprechen heute eben aus Anlass der Aro Week über Aromantik und aromantisch sein in der queeren Community. Das ist ein Thema, wir haben mehrere Themen auf dem Discord-Server zur Auswahl gegeben und das war das Thema, das am meisten gewünscht wurde. Genau, und wir möchten so ein bisschen über unsere Erfahrungen mit der queeren Community sprechen. Auch die Frage stellen, sind wir als aromantische Menschen Teil der queeren Community? Und auch so vielleicht, was sind Einstiegshürden für uns? Und auch die Frage, ja, was bringt es uns, uns in der queeren Community zu engagieren oder da in Kontakt zu sein? Finn, magst du ein bisschen was zur Struktur heute des Podcasts sagen? Ja, also wir werden, wie schon gesagt, über unsere Erfahrungen sprechen, dann auch darüber, wo gibt es vielleicht auch Konflikte und was, und dann eben, sind wir eigentlich queer? Und damit wir das nicht alles alleine besprechen, dürft ihr mit uns interagieren und fleißig Fragen auch in den Chat schreiben oder auch eure Erfahrungen teilen. Dann werden wir den Chat im Auge behalten und dann darauf reagieren. Wir werden grundsätzlich die Usernames nennen, außer wenn ihr nicht genannt werden wollt oder wenn der Name nicht genannt werden soll, dann dürft ihr das Smiley mit der Sonnenbrille dazu posten. Und dann werden wir euren Namen nicht nennen. Genau. Und was vielleicht noch zu sagen ist, dass es heute aufgrund des Livestream-Formats kein Lexikon und keine Literaturecke geben wird. Genau. Ja, und dann steigen wir doch direkt ein. Eben, wir sind jetzt fünf Personen, die so ein bisschen sprechen werden. Wir haben alle einen unterschiedlichen Bezug zum Aro-Spec. Und mich würde vor allem jetzt von den Personen, die sich im Aro-Spec verorten, ein bisschen noch, könnt ihr noch ein bisschen was dazu sagen? Was bedeutet diese Identität für euch? Wie erlebt ihr das? Was heißt das für euch? Sal, magst du vielleicht gerade anfangen? Okay, also ich bin's halt. Ist ein bisschen nur eine nette Antwort. Als ich es herausgefunden habe, war es ein: Es ist nichts falsch mit mir. Die Erfahrung ist ziemlich prominent. Okay. Ich erlebe es halt ein. Ich habe die gleiche Gefühle für. Das gleiche Gefühl von Glücklichsein bei der Katze, meiner Mutter und meinem Ex. Ich gehe mal stark am prominentesten bei der Katze. Der Ex ist vor irgendwie sehr weit unten auf der Liste.
Ich gehe mal davon aus, dass es kein romantisches Gefühl ist. Noir, magst du gerade weitermachen? Kann ich dazu was sagen? Ich bin ja demiromantisch und ich würde sagen, ich kenne damit so ein bisschen beide Seiten. Ja, was das für mich bedeutet, manchmal fühle ich mich so ein bisschen als, ich sag mal, Brücke, weil ich eben beide Seiten kenne und eben beide so ein bisschen nachvollziehen kann. Und manchmal fühle ich mich wie, ja, nicht Fisch noch Fleisch, weil man manchmal so das Gefühl hat, so richtig aromantisch bin ich wohl nicht, weil ich halt auch romantische Anziehung unter gewissen Umständen empfinden kann. Aber wenn ich dann mit aloromantischen Personen zusammen bin, merke ich wieder, ich bin doch zu aromantisch für diejenigen. Also mal so, mal so. Mal ist es richtig cool und mal ist es so ein, man ist so ein Zwischenwesen. Ja. Ja, darum gibt es das Spektrum, oder? Ja, das stimmt. Ja, nee. Also ich verstehe mich ja als aromantisch und für mich bedeutet das einfach, also so, dass ich eigentlich keine romantischen Gefühle für Menschen finde, wie Sal so gesagt hat, wenn ich positive Gefühle für Leute empfinde, dann stärker oder weniger stark, aber für mich nicht als romantisch beschreibbar. Und nachdem ich auch Verliebtheit und solche Dinge nicht empfinde, das spielt da für mich auch rein. Das bedeutet es für mich persönlich dann in meinem Fall auch. Und für mich bedeutet es auch noch, was jetzt natürlich nicht auf alle aromantischen Personen irgendwie zutreffen muss, dass ich bei manchen als normal oder für mich oder und dadurch, dass es natürlich von gesellschaftlichen Konventionen beeinflusst, aber für mich als romantisch gefühlten oder gesehenen Handlungen nicht immer oder nicht wohlfühle mitunter bei vielen Dingen. Ja. Ja, ich kann vielleicht die Frage auch noch ein bisschen für mich beantworten. Ich würde sagen, woran ich es merke, halt, ist wirklich auch dieses, dass die Gefühle sehr ähnlich sind zwischen, oder dass es nicht so eine Stufe gibt irgendwie, dass ich eine Verliebtheit empfinde für Menschen, aber durchaus auch Formen von Liebe, die ich aber nicht als romantische Liebe bezeichnen würde, eben gegenüber Familienmitgliedern und engen Freundinnen und Freunden. Ich bin ROAs und für mich ist das auch sehr stark gekoppelt. Also ich kann das nicht so genau auseinandernehmen. Es sind wie zwei Aspekte, die ich halt einfach irgendwie nicht kenne. Das fällt für mich auch noch so ein bisschen zusammen mit diesem mit dem Aspekt, dass ich eigentlich keine Partnerschaften eingehe. Auch das kann ich dann auch nicht so direkt trennen von diesen beiden Identitäten. Genau, so sieht es ein bisschen bei mir aus. Ja, und jetzt vielleicht die Frage an alle fünf, eben JJ und Noir, ihr dürft euch gerne dann einfach melden, wenn irgendwelche Kommentare reinkommen, und an alle, die bereits zuhören, eben nochmal eine herzliche Einladung. Ihr dürft gerne einfach Fragen stellen und Kommentare machen zu den Themen, über die wir gerade sprechen. Fühlt euch da frei und wir nehmen die ein oder andere Kommentare, nehmen wir dann auch direkt auf hier. Genau, jetzt so vielleicht die Frage auch wieder in die Runde. Welche Erfahrungen habt ihr mit der queeren Community? Seht ihr euch selbst als Teil der queeren Community? Wie interagiert ihr da? Finn, magst du gerade wieder anfangen? Ja, also ich bin gerade noch so ein bisschen am Nachdenken, aber ich werde jetzt einfach mal reden und wenn es Blödsinn ist, dann unterbrecht mich, so wie immer. Ja, also meine Erfahrungen im Offline-Leben sind eigentlich überraschend oder für mich im Vergleich manchmal, wenn ich mit anderen Aros rede oder Aspects rede, gefühlt überdurchschnittlich gut einfach. Weil ich, also gerade mit anderen queeren Leuten, wenn ich Leuten begegnet bin, das war immer sehr, also einfach sehr positiv. Es war nicht immer klar, was Aromantik ist. Aber
dann doch auch inzwischen, also gefühlt für mich dann überraschend oft wieder. Auch bei Leuten, wo die ich einfach, bei mir ist es so, dass ich einfach ab und an Leute wieder treffe, die ich mal gekannt habe aus meinem Umfeld und feststelle, ja, die sind irgendwie auch queer. Das ist dann immer sehr erfrischend und ich fand das schön, dass viele auch einfach oder wussten, was Aromantik ist. Und wo das dann auch kein Problem war oder kein Konflikt war oder so, sondern einfach ein, ja, das ist so und das passt. Online ist es eher so durchwachsen, denke ich. Ich weiß nicht, JJ, magst du gerade weitermachen? Wie bist du mit der Aceback-Community in Kontakt, wie mit der Aro-Community oder mit der queeren Community? Ja, also generell kenne ich mich mit queeren Community noch nicht so aus, weil für mich die Begriffe noch nicht so lange bekannt sind. Das heißt, ich kann nicht so sagen, wie ich da aufgenommen werde, weil ich das schlichtweg noch nicht versucht habe. Aber einfach, weil ich es noch zu wenig lang weiß, also erst seit etwa 2 Jahren oder so. Da kam ja Corona. In der Ace-Community bin ich jetzt eben, in der Schweiz hat es so eine Gruppe, da bin ich dabei und jetzt eben hier auf dem Server und ich finde, also hier wird man sowieso sehr gut aufgenommen, die Erfahrung habt ihr sicher auch gemacht. Und für mich ist es einfach irgendwie wichtig, auch so ein bisschen Kontakt zu haben, um sich da nicht irgendwie wie ein Außerirdischer auf der Erde zu fühlen. Das so, das ist für mich eigentlich der Punkt. Ja. Sal, magst du gerade weitermachen? Die Antwort lautet extrem verschieden, je nachdem, wo ich genau bin. Also auch online, offline gibt es Unterschiede. Anekdoten. Positive sowohl als auch negative versuche ich gerade zu finden. Also offline Aro Allo wird teilweise als inhärent not safe for work behandelt. Also da gibt es schon die Geschichte, dass jemand fragt, wie seid ihr drauf gekommen, dass ihr Aro Allo seid im Not Safe for Work Channel? Und auf die Frage, warum denn da? Ja, weil das ist die einzige. Das ist das Einzige, wo es nur um Sexualität geht. Wow. Das war halt so. Also so bei, das würdest du ja bei Trans oder bei anderen Sachen auch nicht dort fragen, warum da. Das ist das Einzige, wo es nur um Sexualität geht. Das war lustig. Dann offline in der B-Community bin ich recht gut aufgenommen worden in Wien. Bei Visibility bin ich mit dabei. Und habe da auch schon mit Leuten einfach ein bisschen drüber geredet, weil ich rede halt drüber, dass ich Aro Allo bin. Und dann auf der Pride, das war letzte Pride in Wien vor Corona. Ich glaube, in derselben Woche passiert, dass mich jemand ziemlich blöd angemault hat. Wegen Aro, ich habe den genauen Kontext vergessen, aber es waren ein paar sehr unangenehme Fragen. Ich glaube, es ist sehr stark in Richtung von, ob ich überhaupt lieben kann oder so. Oder die Aussage, eine Person, die glaubt, dass es asexuell gibt, aber aromantisch kann sie sich nicht vorstellen, weil es sind ja nicht alle ein bisschen romantisch. Ich weiß nicht genau, warum diese Person mir mitteilen musste, dass sie glaubt, dass es asexuelle Personen gibt. Ich weiß, das hat auch schon so Implikationen, die ich nicht so toll finde. Aber in der gleichen Woche halt hat mich auch jemand gefragt, ob ich bei einer Radiosendung mitmachen möchte und über Aro mehr reden möchte. Und auch einfach offen Interesse daran gezeigt. Und ja, sehr gemischte Box. Ja, aber in dem Fall bist du relativ stark mit verschiedenen auch queeren Communities in Verbindung. Finn, mich würde ja interessieren, was unsere ZuhörerInnen dazu denken. Und auch vielleicht, was für Erfahrungen oder wie ihr da interaktiv mit dabei seid. Genau, und ich dachte, ich merke das jetzt noch kurz an, bevor Noir drankommt.
damit die Leute Zeit haben, nachzudenken. Hm. Noir? Ja, wollte gerade sagen, das heißt wohl, ich bin dran. Ich sag mal, mein Part auf dem aromantischen Spektrum ist nicht so direkt das Problem, weil ich ja nun auch romantische Anziehung empfinde, habe ich da eigentlich keine Probleme. Da entsteht eher das Problem, ich bin ja asexuell und demiromantisch. Meine demiromantische Orientierung ist alles außer weiblich. Da ich, auch wenn ich mich nicht weiblich fühle, weiblich gelesen werde, sagen dann die Leute, na, damit bist du also hetero, also bist du doch eigentlich gar nicht queer. Mhm. Ja, das ist ein bisschen doof. Aber bis auf diese wenigen Ausnahmen habe ich eigentlich keine Probleme. Also ich werde sowohl von Allo-Allos wie auch von queeren Menschen sonst eigentlich ganz gut aufgenommen. Also ein paar Leute so über 50, die, naja, meinen, aber gut, das kennen wir alle. Aber im Grunde ist die queeren Community eigentlich ganz cool. Ich bin auch mit einigen Leuten aus anderen queeren Spektren befreundet. Also ja. Bei mir ist es so ein bisschen so, dass ich eben überhaupt mit diesem, mit Kontakt in die Community, gerade auch die Aceback-Community, habe ich relativ spät angefangen. Das ist bei mir vor 2 Jahren und ich bin jetzt 32. Das hat zuerst vor allem online stattgefunden. Und eben mit queeren, allgemein queeren Themen hatte ich dann eher über Podcasts oder Fernsehen oder so Sachen Kontakt. Und das hat sich jetzt so im letzten Jahr stark geändert, weil ich habe auch eben nach Orten gesucht, wo ich einen Kontakt habe im realen Leben, und weil es bei uns in der Region zu Aceback spezifisch nicht wirklich viel gibt und auch dann nicht so regelmäßige Treffen stattfinden oder nicht so oft Treffen stattfinden, bin ich jetzt so in einem queeren Stammtisch, und da wurde ich extrem gut aufgenommen, was vielleicht eine Schwierigkeit gerade am Anfang war, um das zu finden, war, dass die meisten queeren Organisationen bei uns in der Region eher schwul-lesbisch ausgerichtet sind und dann nicht unbedingt explizit ausschreiben, dass sie offen sind, allgemein für Queers. Bei mir war das Vorgehen dann so, wir haben im letzten Jahr über die Ehe für alle abgestimmt in der Schweiz, ist durchgekommen zum Glück. Da gab es so einen Kampagnenanlass, und da bin ich dann hingegangen, weil ich dachte, also wenn es eine Gruppe gibt in meinem Ort, dann werden die sicher da sein. Und habe dann darüber den Kontakt bekommen und bin jetzt über die Kontakte eben auch schon an verschiedenen queeren Anlässen dabei gewesen und merke da halt schon, dass ich als ROAs durchaus so ein bisschen ein bunter Hund bin in diesen Spaces. Ja, ich weiß nicht, gibt es da gerade noch was, was ihr da hinzufügen möchtet? Ich sehe nicht ein Ja. Dann vielleicht so die Frage, was sind Konflikte zwischen Aro-Identität und vielleicht auch queeren Räumen allgemein? Und so die Frage, warum gibt es die? Warum gibt es diese Berichte? Was habt ihr da auch für Erfahrungen gemacht? Wer mag anfangen, dazu ein bisschen was zu erzählen? Vielleicht, Sarah, magst du gerade wieder einsteigen? Okay, dann, was fällt mir auf? Also, ich habe das Sexualisiertwerden erwähnt. Das ist so eine Sache. Das ist dann teilweise so ein... Teilweise ist es gerade bei Aro-Allo halt dieses, oh, ist das nicht zu sexuell, das überhaupt auszusprechen, sondern das ist was gerade in queeren Räumen, wo sehr viele Leute sind, die das ja eigentlich auch teilweise erlebt haben, weil ja gerade andere Identitäten, ja queer Identitäten ja auch oft sexualisiert werden, gerade da wird es dann bitter. Weil das halt gerade von Leuten kommt, wo man sich denkt, das muss ja nicht sein.
Ja, gerade von euch. Ja, wobei es ja irgendwie auch irgendwo Quatsch ist, oder? Weil es gibt so viele andere Dinge, über die man dabei reden könnte. Zum Beispiel die Aromantik und nicht über die Nicht-Asexualität oder so. Ich meine, der Allopart ist wichtig. Ja, klar. Es ist irgendwie schon Teil davon, weil dann gibt es halt auch so Konflikte, wo es auch einfach ein verschiedene Bedürfnisse-Sache ist, weil gerade wenn Ace-Leute, die jetzt starke, wie heißt das nochmal, Sex-Repulsed Community, sagen wir das auf Deutsch, wenn das mit Aro-Alo wird für Sexualität dämonisiert und verschiedenen Bedürfnissen da zusammenkommt, dann gibt es halt einen Clash, der da wird durch gute Raumstrukturen mehr oder weniger gelöst, aber es kann passieren. Und eben auch, dass das eben dann Aro-Alo-Themen direkt, also sobald es um Aro-Alo geht, direkt das in Verbindung gebracht wird mit Themen, die mit Sexualität zu tun haben und nicht unbedingt, also und das wie schon vorneweg als wie der Grund ist, warum du überhaupt in einem Chat bist. Und ich weiß nicht, zu wie viel Prozent möchtest du in den Chats über Sex sprechen, in denen du dich austauschst? Ich? Ja. Eigentlich nicht. Okay, eigentlich dann haben nicht. Wir das schon geklärt. Genau, es würde gerne um anderes gehen. Noir, ich sehe, es gibt eine Frage im Chat. Ja, genau. Und zwar kommt die Frage von Lea und die Frage richtet sich an Sal. Und zwar: Ist das mit dem in NSFW-Ecken geschoben werden in Ace-Pack-Räumen stärker ausgeprägt als in allgemein queeren Räumen deiner Erfahrung nach? Oder vergleichbar? Wie sind da deine Erfahrungen? Die Sache ist die, dass ich tendenziell in B-Community sonst bin und wenn ich über Aro-Alo rede und dort ist es nicht der Fall, sonst bin ich fast nur in Ace-Pack-Räumen. Das heißt, dort erfahre ich es dann natürlich vor allem. Aber ich weiß, dass es auch Leuten in allgemeinen queeren Räumen passiert. Wobei ich das spannend finde, weil gerade, also ich habe schon das Gefühl, dass wir in Ace-Pack-Räumen viel über sexuelle Anziehung und romantische Anziehung und eben über diese Anziehungsformen auch reden und uns austauschen, auch abseits von, also nicht das. Natürlich sollten Aloaro-Personen da mitreden können, aber auch wenn keine Aloaro-Personen da sind, tauschen wir uns darüber aus und ich sehe jetzt nicht, also ich persönlich sehe da nicht den Schaden einer weiteren Perspektive. Verstehe ich auch nicht ganz. Vor allem, wenn das angebliche Not Safe for Work Statement bei jemandem, man hat einfach nur in einem, anscheinend hat jemand auf einem, also jemand aus meiner Bekanntschaft hat auf einem Discord-Server einfach nur geschrieben, ich bin Aro-Alo und hat dann eine Verwarnung gekriegt, weil das wäre not safe for work. Das war halt so. Das finde ich dann schon ziemlich krass eigentlich, weil ich meine, was ist das für halt, eine Aussage? Ja, das ist es halt. Und das ist halt nicht mal. Natürlich haben auch Aro-Alos dann halt das Bedürfnis, über ihre Sexualität zu reden. Aber wenn wir auf dem Level, ich bin Aro-Alo, das ist doch. Also. Das ist expliziter, wenn ich sage, ich existiere und meine Eltern haben keine künstliche Befruchtung verwendet. Okay, ja, ja. Noir, ich sehe, du willst gerade noch was sagen. Na, ich habe eine weitere Frage an Sal, wenn das in Ordnung ist. Ja, klar. Okay, ich lese mal vor von Göttin der Unterwelt. Sal, glaubst du, diese Sexualisierung, von der du sprichst, kommt auch von Unverständnis über das aromantische und das asexuelle Spektrum, also zum Beispiel diese bekannte Missinformation über Ace-Pack-Menschen, sie seien alle Aro-Ace? Ich würde sagen, vielleicht auch teilweise. Es ist auch teilweise
sehr stark Sexnegativität und auch dieses Dämonisieren von sexueller Anziehung ohne romantische Anziehung, die das sehr stark trifft. Und eine der Sachen, die ich persönlich so ein bisschen, so auf die ich so schiele, sind so die teilweise dieser Fokus auf Aussagen wie Love is love, wir lieben doch alle. Und dieser Push, gerade auch aus der queeren Community, von dem wegzukommen, von dem sexualisiert werden, der dann auf Leute, die halt nicht sagen können, ja, aber wir sind doch eh wie ihr alle anderen auch und lieben. Es ist halt, sind halt wie gerade wir, die das auf die Nase kriegen. Ja, beziehungsweise diese Missinformation, dass alle Aros auch Ace wären, ja auch, also ist mir nur gerade dazu eingefallen, dass das für mich ja auch irgend so ein Ding war, weil ich ja auch, also jetzt mich als Grey Ace verstehe aktuell und ja auch erstmal davon ausgegangen bin, ich bin asexuell, sehr lange. Oder, also sehr lange ist kein Vergleich, aber im Vergleich jetzt. Das würde ich sogar sagen, ist eigentlich eher einer der Hauptgründe, warum mal Leute oft nicht draufkommen, dass sie Aro-Alos sind. Das war bei mir auch so ein, oh, das existiert. Das ist eine Option, das könnte ich sogar sein. Ups. Und ich meine, das hängt ja auch stark zusammen mit diesem Aspekt, dass eben Aromantik irgendwie noch unsichtbarer ist als Asexualität, oder? Und vielleicht auch noch so ein Aspekt, den ich stark feststelle, gerade im Kontakt mit nicht Aceback queeren Communities, dass wir viele eigene Begriffe haben, eigene Konzepte, wie zum Beispiel das Split Attraction Model überhaupt, dass wir unterscheiden zwischen sexueller und romantischer Anziehung. Dass da wie schon so viel wie Wissen zuerst vermittelt werden muss, bis das überhaupt verstanden wird. Dass das auch so manchmal auch auf ein gewisses Unverständnis stößt. Oder eben, man muss dann relativ viel erklären, bis die Leute auch irgendwie was mit dem Begriff anfangen können. Ich habe in der lokalen B-Community da extrem viel Glück gehabt, dass Leute das schon vorher wussten. Oder zumindest ein bisschen Ahnung hatten. Und ich bin auch nicht die einzige Aceback-Person. Ich glaube, ich könnte die einzige Aro-Alo-Person sein, die ganz regelmäßig kommt. Aber ich weiß von ein paar biromantischen Personen, die auch zu den Treffen kommen. Und es ist dann irgendwie so, yay, da ist jemand, der irgendwie mein Spiegel ist. Ich muss keine Aufklärungsarbeit leisten hier jetzt. Ja. Und eben nicht, ich denke, also, weil es eben so nicht bekannt ist, ich gehe auf, also in der Ace-Community ist es ein gängiger, in der Aceback-Community ist das einfach ein gängiges Konzept, mit dem man sehr, sehr schnell in Berührung kommt. Also bei mir war es, ich habe zuerst den Begriff Asexualität gekannt und dann bin ich einfach über den Begriff Aromantik auch noch gestolpert und es war wie so klar, dass das irgendwie auch nicht innerhalb meiner Erfahrung ist, die romantische Anziehung. Und ich denke, gerade da ist auch was, was wir in andere oder was wir in die queere Community insgesamt reinbringen können oder dieses Verständnis für verschiedene Formen der Anziehung und auch so der Aspekt eben, dass es wahrscheinlich auch viele Menschen mit anderen queeren Identitäten gibt, die gar nicht irgendwie wissen, dass es das gibt. Also ich habe neulich mit einer Person gesprochen, die eben das erst irgendwie dadurch dann wieder ein Thema geworden ist, dass wir zusammen gesprochen haben, dass das auch ein Thema sein könnte. Noir? Nochmal von Göttin der Unterwelt kommt jetzt auch ein kleines Statement dazu. Und zwar hat Göttin der Unterwelt geschrieben,
Ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass Menschen annehmen, ich würde überhaupt niemals irgendeine Form von Anziehung zu anderen Menschen empfinden. Oder wenn ich klarstelle, dass ich demiromantisch bin, meinen, ich sei doch dann einfach alloromantisch. Also ich kann das etwas, was ich kenne an dem, ist so, dass ich dann die Rückmeldung bekomme, aber du bist ja ganz, also du bist ja recht so gesellig und du sprichst ja wirklich mit Leuten und du interessierst dich für andere Menschen, was ja auch eben erzeugt davon, dass eben dann ja, eine Vorstellung da ist, dass wir grundsätzlich irgendwie asozial sind, was ja auch eine Art, oder ich glaube, es gibt auch viele Menschen in unserer Community, die eben die nicht gesellig sind und die das vielleicht durchaus auch mit ihrer Aceback-Identität verknüpfen. Und das gehört genauso dazu, aber wir sind eben, das eine schließt das andere nicht zwingend aus oder sagt, Aro Ace oder Aro sagt nichts darüber aus, prinzipiell, wie du mit Menschen direkt interagierst. Sal, du wolltest was sagen? Also bei dem Thema, dass Leute dann ausgeben, dass ich keine andere Art von das habe ich auch eine Anekdote, Regenbogenkonferenz, Thema Aceback, eine der Fragen aus dem Publikum, an mich als Transperson auch noch. Also wenn du aromantisch bist, kannst du dann überhaupt Mutterliebe empfinden? Wie hast du dann reagiert? Wow. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ja. Aber es war halt, ich weiß nicht, wo bei dieser Frage war so viel falsch. Ja. Ja, weil eben, also es werden unterschiedliche Formen oder es werden Formen von Liebe in einen Topf geworfen, die wir im Aceback unterscheiden auch. Noir, ich sehe, du hast schon länger einen Kommentar, ja. Ja, wir haben von Alo einen Kommentar bekommen und zwar, kenne das sehr, bin sehr gesellig und polyamor und liebe Bindungen mit Menschen und Menschen denken immer, das widerspricht automatisch der Aromantik. Finn, du wolltest auch noch was sagen. Ja, ich wollte eigentlich die Sache mit der Liebe noch kommentieren nochmal, weil da so viele verschiedene Formen in einen Topf geworfen werden und dabei ist Liebe ja generell schon so ein kompliziertes Konzept, dass, ich meine, wer kann sagen, was Liebe ist? Das sind also meine Arbeitsdefinition ist eine Sammlung aus irgendwelchen vermutlich stark positiven Gefühlen und so weiter. Also so klar ist das ja gar nicht und dann auf eine Form oder eine Art zu reduzieren, obwohl das Ganze schon so ein bisschen an den Rändern ausfranst, klingt für mich nach einem Versuch, es einfacher zu machen, funktioniert aber nicht und ist im Endeffekt vermutlich nicht treffend. Hallo? Es wirft halt auch voll die Leute aus unserer Community so unter die Räder, die keine Liebe empfinden. Die gibt, ich möchte nur kurz erwähnen, weil gibt's ja auch. Genau, ja. Ich meine, nein, ich gehöre nicht dazu, was ist falsch damit? Genau, und eben, also es ist so, ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir auch als Aros wirklich auch immer wieder darauf aufmerksam machen, dass das in Ordnung ist. Dass es in Ordnung ist, auch eben loveless zu leben und zu sein, genau. Ja. Ja, oder sich mit dem Begriff Liebe einfach schwer zu tun. Ja, genau. Und ich finde das so auch bei der Frage, die du vorhin genannt hast, wegen der Mutterliebe, oder das setzt ja auch schon voraus. Oder für mich wäre das mega schwierig, mit der Frage umzugehen, weil für mich klar ist, ich will keine Kinder. Das heißt, in diese Position der Mutter will ich auch nicht irgendwie rein, also ja. Für mich war es schwierig, weil ich will zwar einerseits Kinder, aber ich werde dann doch keine Mutterliebe als Vater empfinden. Mhm. Sure. Oder Vater beziehungsweise Elternteil, das ist so ein bisschen, kommt auf den Tag drauf an. Jedenfalls keine Mutterliebe. Ja, das ist das Einzige, was es sicher nicht sein wird.
Noir, du hattest vorhin noch ein bisschen was angesprochen, eben so in Bezug auf das, weil du eben da auch Demi bist, dass da so der Aspekt reinkommst, ja, nein, eigentlich du bist gar nicht queer oder du bist nicht queer genug oder auch so der Punkt von eben, es stelle ich mir jetzt vor, dass wir eben nicht oder dass man nicht diskriminiert wird aufgrund von dem oder dass man eben hetero ist oder wie hetero ist man dann? Kannst du dazu vielleicht noch ein bisschen was sagen? Schwierig. Also wie gesagt, das Demi an sich ist, glaube ich, nicht das Problem, weil ich sage mal, die meisten Leute akzeptieren aufgrund meiner Asexualität, dass ich queer bin. Aber da meine Demi-Romantik irgendwie eben ja schon eine romantische Anziehung hat, wird es halt manchmal schwierig. Und da ich nun, wie gesagt, alles außer weiblich, also es ist nicht nur cis-männliche Personen, die ich mich verliebe, sondern wirklich alles außer weiblich, ja, wird mir das eben gerne als hetero ausgelegt und ja, ist dann wohl nicht genug, um auch von meiner romantischen Anziehung her als queer zu gelten. Das ist wirklich, das ist mir nur einmal passiert bis jetzt. Also die meisten Leuten ist es okay, aber es ist mir halt aufgefallen und ja, ein bisschen sauer aufgestoßen und im Gedächtnis geblieben. Wie ist das? Ich weiß nicht, kennt wer von euch das? Also ich habe das schon mehr irgendwie gelesen, dann auch in Diskussionen, dass so dieser Aspekt, ihr gehört nicht dazu, weil ihr werdet nicht diskriminiert oder ihr werdet nicht auf der Dimension diskriminiert. JJ, du nickst. Ja, ich, wie nennt man das? Ich habe da manchmal das Imposter-Syndrom, weil ich so finde, auf eine gewisse Art stimmt es ja. Ich meine, wir überleben die Art von Diskriminierung, die wir erfahren, weil es wird meistens in Worten, es wird uns meistens ja abgesprochen. Also es wird einfach, ja, so nach dem Motto, ja, du hast es nur noch nie erlebt oder in die Richtung. Das heißt, wir erfahren in dem Sinne, oder zumindest habe ich es noch nicht so vernommen, wir erfahren keine Gewalt deswegen oder solche Dinge, sondern ja. Und deshalb, und aber ich sag mal, vor allem bei den Schwulen und auch bei Transgender-Menschen ist ja sehr viel, geht es auch um Gewalt oder ja, Verfolgung und so weiter, also wirklich um harte Themen, wo es um Überleben geht. Und da habe ich dann manchmal schon genau auch das Gefühl, gleichzeitig ist aber das, was wir erleben, ja schon eine Art Diskriminierung. Ja, also ich bin da selbst im Konflikt. Ja, und also ich würde dann auch sagen, eben vielleicht ein Unterschied zwischen physischer Gewalt und anderen Formen von Gewalt, weil ja, ich würde sagen, durchaus Diskriminierung ist eine Form von Gewalt. Noir? Jesse hat mich gerade auf die Idee gebracht, das ist auch so ein Aspekt, der mir schon mal gekommen ist. Dadurch, dass ich eben demiromantisch bin, Orientierung auf nicht weibliche Personen habe, meine Asexualität im Alltag ja nicht auffällt, wurde mir auch schon gesagt, das war, glaube ich, der Zusammenhang. Da ich nicht auffalle oder nicht auffallen muss, wäre ich halt nicht queer. Ja. Ja, genau. Ja, das macht es wie auch so ein bisschen schwächer, also die Tatsache, dass wir nicht auffallen, macht auch ich sag mal, unser Leben nicht gefährlich. Auch Also ich wenn wir finde es. diskriminiert werden. Ja. Ich finde es noch so spannend, also ich weiß nicht, ob man das so generalisieren kann mit dem nicht gefährlich, aber was ich sehr spannend finde, das ist ja auch so was, was zum Beispiel Personen, die bi sind, durchaus kennen. Sel, ich würde dir da kurz das Wort geben. Das wollte ich nämlich gerade sagen, weil das Argument kenne ich. Das Argument kenne ich als Bi-Person. Und das ist immer noch genauso der gleiche Bullshit. Entschuldigung. Das ist sogar eines der Themen, worüber ich in der Bi-Community super drüber mich beschweren kann, weil die verstehen genau, was ich meine, auch wenn es über das andere Thema ist. Und es ist psychische Erasure macht es nicht wirklich besser. Und ich muss auch sagen, was da halt mit reinspielt, okay, legal nicht verfolgt. Wenn ich, also
Wie schwer ist es als Aro-Person teilweise einen Psychotherapeuten oder psychotherapeutische Hilfe zu kriegen, wenn man sagt, dass man Aro ist, und jemanden zu finden, der versucht, das nicht wegzubehandeln, ist schon mal ein Problem. Das ist eigentlich ziemlich ist Gewalt. Mhm. Mhm. Gerade auch bei dem mit Aro Alo gibt es sehr viel. Also es gibt da teilweise auch so, was man nicht weiß, macht dann in mancher Hinsicht nicht wirklich sicher. Und gerade in unangenehme romantische Beziehungen reingepresst werden. Und so, das ist, geht dann auch teilweise mit sexueller Gewalt einher. Also das als nichts zu werten, finde ich irgendwie so, nein. Ja, eben, also ich denke, und gerade auch in der Intersektionalität mit zum Beispiel Gender-Identität sind da auch noch verschiedene Erfahrungen damit verbunden. Finn? Ja, also nach dem, was Sal gerade gesagt hat, ist das jetzt natürlich weniger, aber ich wollte noch anmerken, dass das Absprechen der eigenen Erfahrung meiner Ansicht nach sehr wohl eine Form von Gewalt ist. Also ja, wenn absolut. Ich in einem Raum oder in einem Gespräch nicht sagen kann, dass ich vielleicht keine romantische Beziehung möchte oder was auch immer, keine Kinder möchte, whatever, ohne dass sich 5 Leute zu mir umdrehen und mir sagen, ich werde meine Meinung ändern oder ähnliches, dann ist das eine Form von Mundtotmachen, von Gewalt, wenn Leute sagen, dann, oder wenn Leute mir dann irgendwelche Diagnosen stellen, dann ist das eine Form von Gewalt. Wenn ich nicht in der Lage bin, über das Narrativ meines Lebens selber zu entscheiden oder zu reden und mir das abgesprochen wird, dass ich das Narrativ meines Lebens selber in Worte fassen kann, dann sehe ich das sehr wohl als eine Form von Gewalt an. Oder ja. Und als eine Form von Diskriminierung. Und führt meiner Ansicht nach oder spielt stark dann hinein über die Dinge, von denen Sal eben gesprochen hat. Das hängt sicher, also meiner Ansicht nach, stark zusammen, weil das eine das andere begünstigt. Noir, gibt es dazu, ja. Noir, gibt's dazu noch was aus der Community? Ja, die jetzt aus den Kommentaren. Genau, und zwar hat einmal Lea geschrieben, also Anmerkung zu, was JJ vorhin gesagt hat. Doch auch Aceback-Menschen sterben durch, in Klammern spekulativ, da nur Korrelation, keine Kausalität, aber sehr wahrscheinlich, Klammer zu. Diskriminierung, Isolation und andere Negativerfahrungen. Vergleiche dazu die extrem hohe Sterberate, ich sag's mal deutsch. Es tut mir leid, ja, ich kann's nicht ausgesprochen. Suizidalität. Danke. Wir haben dazu von Lea auch ein paar Grafiken bekommen aus dem, ich glaube, das ist das ACE-Survey. Vielleicht können wir die hinterher verlinken für die Leute, die hier gerade im Chat sind. Die können sich die ja anschauen. Dann hat Lea noch weiter geschrieben, ACE-Community-Survey ist es, genau. Auch ACEs und AROs erfahren viel Diskriminierung und Gewalt. Und genau, da hat dann Lea auch nochmal was gepostet. Und auch für Arus hat Lea nochmal was gepostet. Vielleicht, wer hier auf Aceback Germ ist, kann mal im Channel nachschauen. Ansonsten gucken wir mal, dass das vielleicht auf YouTube zumindest hinterher, ach ja, genau, das andere ist aus dem Aro-Zensus anschauen können. Und ich möchte noch erwähnen, Olli hat auch was geschrieben, und zwar, in Partnerschaften mit Alo-Menschen kann es für Arus schon mal heikel werden. Das sollte man vielleicht auch bedenken. Oh ja. JJ, du wolltest vorhin noch was sagen. Ja, genau. Eigentlich wollte ich nur sagen, dass ich natürlich das auch als Gewalt sehe. Es ist einfach der Punkt gegen außen. Wenn man so, ich sage jetzt nur schon, nur mal Nachrichten hört. Jetzt vor etwa 2 Jahren oder so war es wirklich, hat man sehr oft in den Zeitungen auch gelesen, dass irgendwie wieder schwule Leute auf der Bahnhofstraße verprügelt wurden und solche Dinge. Und der Punkt ist einfach, dass es heißt jetzt nicht, dass es nicht existiert, wenn ich das nie gehört habe von Aceback-Leuten, aber ich glaube trotzdem, dass die Skala zumindest geringer ist. Also, dass es, sicher, ja, auch die,
die Aufmerksamkeit und vielleicht eben sind es teilweise auch ein Stück weit oder liegt wie also dass es teilweise andere Formen von Gewalt dann auch sind. Vielleicht in der Mehrzahl. Und was ich eben, so ein Aspekt ist da ja auch eben, dass, weil es eben vielleicht auch auf anderen Ebenen läuft, auf denen wir diskriminiert oder auf denen Menschen auf dem Arrowspec Diskriminierung erfahren, dass das eben dann auch eine Vermittlungsleistung ist, die wir erst leisten müssen, bevor andere queeren Menschen verstehen können, welche Form von Diskriminierung das ist, weil es nicht so medial nicht so präsent ist. Ja, und ich muss auch sagen, es ist irgendwie einfacher, so, ich sag mal, unsichtbar zu leben, wenn man Aro-Ace ist, als unsichtbar zu leben, wenn man schwul ist und irgendwie das auch ausleben möchte. Ich meine, wenn wir es ausleben möchten, wir müssen einfach nichts sagen und dann sind wir einfach ewig Single. Ja, aber das stimmt jetzt für Aro-Ace-Personen. Aber ich meine, für Non-Partnering-Personen, das ist eben, man kann, und viele Aro-Spec-Personen sind eben auch nicht asexuell, viele Aro-Spec-Personen sind auch nicht heterosexuell. Das heißt, ja, ich glaube, und da kommt dann wieder die Intersektionalität ins Spiel. Ich weiß nicht, Sal, wolltest du dazu noch was sagen? Oder Finn? Sal? Wenn Aro-Alo-Personen halt tatsächlich auch sexuelle Kontakte haben möchten, Slut-Shaming wird sehr schnell ein Thema. Mhm. Und da gibt es auch durchaus, je nachdem, wo man ist, ist halt das auch nicht ungefährlich. Und das spielt jetzt natürlich wieder voll stark mit Sexualität dran, weil das ist für alle Nicht-Cis-Männer ist es natürlich gefährlicher. Mhm. Mhm. Aber auch eine heterosexuelle Aro-Cis-Frau hat es nicht einfach. Ja. Finn, zuerst. Ich werde dann bald auch mal überleiten zur nächsten Frage. Aber ja. Finn, magst du gerade noch was sagen? Ja, nee, ich wollte nur noch mal kommentieren, sobald eine Partnerinnenschaft besteht oder andere Beziehungen, die von der Norm abweichen, wird es dann halt sehr wohl ein Stück weit sichtbar und Thema und kann halt auch in diesen Beziehungen komplexer werden, denke ich mal. Mhm. Ja, danke noch für diese Anmerkung. Noir, seh du, es gibt was aus dem Chat. Ja, genau. Und zwar nochmal eine Anmerkung von Lea an JJ. Auch Aro-Aces können lesbisch, schwul, pan, etc. sein, sowie natürlich alle anderen Aspect-Personen auch. Genau, das. Ja. Oriented Aro-Aces. Das ist mir natürlich klar. Ja. Also ich bin auch der Meinung, dass wir diskriminiert werden. Den Punkt, den ich machen wollte, ist einfach, weshalb das nicht gesehen wird. Oder weshalb ich denke, dass das nicht gesehen wird. Total. Mhm. Vielleicht eine Anschlussfrage daran, betrachtet ihr euch als Teil der queeren Community? Also für mich ist, ich finde, ich selber nutze den Begriff queer sehr gerne, für mich, gerade auch, wenn ich nicht direkt sagen will, ich bin Aro-Ace oder in einem Space bin, wo ich nicht sicher bin, ob das verstanden wird, dann finde ich, ist queer für mich so ein Begriff, wo ich wie ein Schirmbegriff nutzen kann und den Leuten ist dann, oder die Leute können es dann ein bisschen besser einordnen. Vielleicht auch die Andersartigkeit, die sie wahrnehmen. Wie ist das bei euch? Wie seht ihr euch als Teil der queeren Community? Noir? Also zu mir selber erstmal, ich habe dann auch noch einen Kommentar. Irgendwie schon, aber als queer habe ich mich noch nicht bezeichnet, muss ich jetzt dazu sagen. Aber ja, irgendwie denke ich schon, dass ich Teil bin. Ich habe hier noch einen Kommentar von Schmenri.
Schmenri hat uns hier einen englischen Kommentar gepostet. Mag das vielleicht mal einer, der das ein bisschen flüssiger lesen kann, als ich vorlesen im Chat? Das wäre ganz lieb. Ich kann das machen. Es geht da um Ace-Leute, aber es geht ein bisschen näher auf Diskriminierung ein. Relative to heterosexuals and even relative to homosexuals and bisexuals. Bisexuals, heterosexuals. A expressed more negative attitudes towards asexuals, desired less contact with asexuals, and C were less willing to rent an apartment to or hire an asexual applicant. Moreover, of all the sexual minority groups studied, asexuals were the most dehumanized. Also das sind verschiedene Formen von Diskriminierung aufgelistet, eben dass heterosexuelle Personen gegenüber asexuellen Personen insbesondere, auch gerade im Vergleich zu anderen Formen von Queerness, mehr eine stärker negative Haltung gegenüber asexuellen gehabt haben oder kommuniziert haben, dass sie weniger Kontakt mit Asexuellen für sich gewünscht haben und dass sie zum Beispiel auch weniger Bereitschaft hatten, eine Wohnung oder so an asexuelle Personen zu vermieten, und insgesamt, dass von allen sexuellen Minderheiten Asexuellen die Personen waren, die von heterosexuellen Personen am meisten entmenschlicht wurden. Eben nochmal zurück zur Frage, queer, bezeichnet ihr euch als queer oder ist Asexualität Teil der queeren Community? Und vielleicht auch ein bisschen warum? Aromantik. Aromantik, danke. Ja. Vielen Dank. Sorry, das ist, ja, genau. Das ist ein Fehler in meinem Gehirn. Genau. Wir haben gerade Asexualität gehabt hier. Ich werde gleich mal antworten, wenn es nichts ausmacht. Ja, klar. Also, ich sehe mich schon als queer. Jetzt nicht nur aufgrund meiner Aromantik, aber auch. Und ich denke schon allein deswegen, weil Aromantik, beziehungsweise das aromantische Spektrum eigentlich generell von Gesellschaftskonzepten auch abweicht und diese eben queert, so wie andere queere Identitäten auch, und auch Bilder reflektiert, die wir gesellschaftlich vielleicht oder in großen Teilen der Gesellschaft auch von Menschen haben, eben das romantische Anziehung empfunden wird, und zwar nicht nur wenig und nicht nur selten und nicht nur diffus, sondern unter bestimmten Umständen, sondern eben anders, nee, mehr ist vielleicht ein gutes Wort, ganz verstehen kann ich es gerade nicht, aber halt, wir reflektieren und es wird ausdifferenziert durch unsere Erfahrung, und es werden eben bestehende Konzepte gequeert, und ich würde sagen, das macht Aromantik und das gesamte Spektrum eigentlich queer, und sehe ich so. Ich hätte mich, also Finn hat es besser gesagt, als ich es könnte. Ich bin queer. Auch gerade, weil ich aromantisch bin. Also ich merke da auch eben, ich finde es noch so schwierig, weil ich die Asexualität und Aromantik in meiner Erfahrung nicht wirklich gut auseinanderhalten kann. Aber ich merke, dass ich irgendwie anders, dass ich anders erlebe, und auch wenn ich in der Aceback-Community drin bin und Allo Aces schreiben, merke ich auch, dass da eine andere Erfahrung drin ist. Und vielleicht auch in die Frage von, wo queeren wir auch Gesellschaftskonzepte, da denke ich, ist gerade auch das Non-Partnering oder eben Fragen von queer-platonischer Partnerschaft, andere Partnerschaftskonzepte, die da durchaus ein Queering machen. Gibt es da von euch gerade noch irgendwie eine Anmerkung zu?
Nee, ich wollte nur genau das gerade sagen, als du davon angesprochen hast. Also alternative Partnerschaftskonzepte, andere Partnerschaftskonzepte, ausdifferenziertere Partnerschaftskonzepte, Partnerinnenschaftskonzepte, Entschuldigung. Oder eben Non-Partnering. Mhm. Und eben alles Mögliche. Ich finde auch, ich erlebe, oder mehr und mehr merke ich auch, wie sehr unsere Gesellschaft, wie sehr die Strukturen, die unsere Gesellschaft auch zusammenhalten oder so, oder auch die Gesetze, die wir haben, die Angebote, die es gibt, sehr, sehr viele davon gehen einfach grundsätzlich davon aus, dass man verpartnert ist. Ja. Noir? Ja, das nervt. Oder sich verpartnern wird. Noir? Wir haben noch mal einen Kommentar, und zwar von Alo bekommen. Und ich sehe, es kommt gerade noch ein zweiter rein. Also erstmal von Alo ist, von der Norm abzuweichen und dazu zum Beispiel auch zu stehen und diese Pride zu leben, unterscheidet sich ja nicht wirklich von den anderen LGBTQIA-Teilen, in denen es zum Beispiel um Anziehung geht oder alternative Beziehungskonzepte. Und Gebner hat nochmal zu der einen Frage was geschrieben, und zwar: Ich sehe mich selber als queer, aber oftmals, wenn ich diesen Begriff gegenüber anderen Aspect-Personen verwendet habe, insbesondere cis-heteros, sorgt es für noch mehr Verwirrung, als wenn ich mich als Aroace label. Ja. Also nicht Aspect wurde gerade nochmal geschrieben. Ja. Also wenn man sich gegenüber nicht Aspect-Personen Er hat mich verlesen, nicht Aceback. Genau. Eben für mich ist es effektiv so, jetzt in meinem Umfeld habe ich das Gefühl, der Begriff queer ist wesentlich verbreiteter als der Begriff ROAs. Und ich glaube, das ist unglaublich abhängig davon, wo man sich bewegt, auch mit wem das man Kontakt hat. Vielleicht auch so ein bisschen die Frage, was sind vielleicht gemeinsame Ziele und vielleicht auch für euch so ein bisschen, was ist für euch wichtig daran, mit anderen Queers in Kontakt zu sein? Wir haben halt teilweise viel gemeinsam. Und das ist auch halt so ein, wir sind doch auch Teil von unserer Community. So kannst du dann Übergreifendes. Also so ein, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücke, aber wenn ich als Aro-Alo-Person mit anderen Bi-Personen rede, ich fühle mich dort auch wohl, weil ich Bi bin, aber auch, weil ich teile halt auch Erfahrungen mit Bi-Leuten, weil ich Aro-Alo bin und nicht nur, weil ich auch Bi bin. Mhm. Weil es Sinn macht. Ja. Kannst du vielleicht noch ein bisschen spezifischer werden? Was würdest du sagen, was sind so Aspekte, wo es eben Gemeinsamkeiten gibt? Also hier zum Beispiel auch Leute, die eigenen Diskriminierungserfahrungen verstehen. Mhm. Und das sind halt so Teile wie sexualisiert werden, gerade in der Bi-Community, oder ich glaube, da habe ich eine Sache heute schon erwähnt. Was war das? Ja, vielleicht fällt es sich später nochmal ein. Ja. Oder es sind halt dann auch so Sachen wie, oh, hier sind zufälligerweise jede Menge polyamore Leute in dieser Gruppe. Wir haben so viel über romantische Liebe zu quatschen. Mhm. Ja. Und über was das eigentlich heißen kann, so Beziehungskonzepte. Ja. Und dann auch teilweise halt auch andere Perspektiven drauf, die aber zu gar nicht so unterschiedlichen Resultaten führen. Und dann ist es halt auch Teil von, manche queere Leute kenne ich halt, weil die in meinem Umfeld einfach so existieren und wir haben da halt was mehr oder weniger gemeinsam. Bei mir ist es relativ ein starker Aspekt, das habe ich ja vorhin schon ein bisschen erzählt, dass eben weil die Aceback-Community nicht so groß ist und auch nicht so direkt für mich zugänglich am Ort, wo ich lebe, dass eben dieser Kontakt auch zu anderen queeren Menschen dann wie so vielleicht das nächstbeste in Anführungs- und Schlusszeichen ist. Und gleichzeitig merke ich aber auch, dass mir das
eben auch hilft, diese andere Lebensrealitäten kennenzulernen und auch wie einen diversen Blick auf Möglichkeiten und Lebensentwürfe zu bekommen. Und dann erlebe ich es einfach auch so, dass es Menschen sind, die das Gefühl kennen, sich irgendwie fremd zu fühlen oder auch irgendwie nicht so richtig dazu zuzugehören. Und ich glaube, das ist für mich wie etwas ganz, ganz Wichtiges, irgendwie dieses Anerkennen von Zugehörigkeit. Das ist eine Erfahrung, die ich mache dann innerhalb von queeren Communities, wobei das eben manchmal dann auch wieder gebrochen wird, wenn es dann um Fragen von Sexualität geht, wo ich nicht so anknüpfen kann. Finn? Ja, also gemeinsame Ziele und Ansichten sehe ich halt vor allem in der auch Ausdifferenzierung eben von dem, was ich gesagt habe, wieder mal eines meiner Lieblingsworte, Narrative. Wir wollen alle über unsere Narrative selbst bestimmen oder selbst unsere Narrative benennen und unsere Worte verwenden, um die zu beschreiben und das Narrativ von unserem Leben selbst wählen und zwar anders, als es uns vielleicht vorgeschrieben ist oder Leute uns sagen, dass es sein sollte. Und als gemeinsames Ziel würde ich sehen, da eine Ausdifferenzierung zu erreichen an Möglichkeiten und Narrativen, die mal direkt zugänglich sind, ohne dass wir lang danach suchen müssen. Und ich denke, das ist bei anderen queeren Menschen genauso. Wir wollen alle unser Narrativ selbst bestimmen und auswählen können aus gleichwertigen Lebensentwürfen, denke ich. Mhm. Mhm. JJ, ich sehe, du möchtest was sagen. Ja, das ist ungefähr, glaube ich, das Gleiche, wie Finn gesagt hat. Diese Vielfalt. Eigentlich, dass es in Ordnung ist, so zu sein, wie man ist, zumindest in diesen Aspekten. Also eigentlich in allen Aspekten, solange man niemandem schadet. Und dass man das auch ausleben kann und darf. Und und eben, dass das Leben vielfältiger sein kann als das Skript, das man ursprünglich mal kennengelernt hat und einfach diese Offenheit, das ist mir so wichtig eigentlich. Und diese vielen verschiedenen Geschichten, die ich jetzt viel verschiedener finde als Geschichten, die man sonst hört zumindest ich in der Vergangenheit gehört habe, also so eben diese Lebensentwürfe. Und Finn hat das jetzt Narrative genannt und für mich sind es einfach, also für mich ist das Wort einfach diese Vielfalt, das finde ich wichtig und ich denke, das ist auch ein Ziel der Community, dass es in Ordnung ist, so zu leben, wie man möchte und dass es auch erlaubt sein sollte, also nicht verpönt sein sollte, dass man vielleicht anders macht als Durchschnitt, sage ich mal. Sal, du wolltest noch was dazu sagen? Ein bisschen spezifischer und auch gerade bei Lebensentwürfen, dass gerade auch bei den Leuten, die gerade erst draufkommen, dass sie irgendwo Teil der Queer-Community sein könnten, dass da genug Brücken sind, dass die das rausfinden können und 5-mal falsch liegen können, was jetzt eigentlich genau los ist oder sich was ändert und dass es Überschneidungen geben kann. Also dass Leute sagen können, dass Leute draufkommen können, okay, ich könnte das sein, okay, das hat nicht so ganz gepasst oder dann ist es vielleicht das. Und dass die dann aber Unterstützung von uns allen haben. Ja, und das ist vielleicht auch ein wichtiger Grund, warum es warum eben dieser Kontakt zu den zur queeren Community auch so wichtig ist und was wir beitragen können, oder? Diesen Kontakt zu halten, um genau das auch zu ermöglichen, dass wir eben auch präsent sind in lokalen queeren Communities. Vielleicht noch ein bisschen weitergefasst, was sind Sachen, die wir aus der aromantischen Community, aus Arospec, was können wir beitragen? Was können wir in die queere Community mit reinbringen? JJ? Ich melde mich da gerne mal als Nicht-Aro. Nein, ich finde vor allem das Konzept von Liebe mit diesem Split Attraction Model, ich finde das enorm wichtig, also jetzt nicht mal nur bezogen auf diese Anziehung, sondern generell auf eben wie
ich sag mal, Leben, Freundschaften, Familien und so weiter funktionieren und funktionieren können. Und ja, ich finde, und ich denke, da sind wir tatsächlich, also vor allem, ich sag mal, die Aerospec-Leute weiter als sehr viele, auch sehr viele queere Leute. Und ich finde, da können wir sehr viel beitragen. Lynn, magst du gerade noch was dazu sagen? Ja, ich hätte gesagt, generell auch dieses Konzept, also nicht nur vom Split Attraction Model her, sondern generell Konzepte von zu Liebe und Partnerschaft. Gerade, ich habe schon gesagt, Liebe ist ein extrem diffuser Begriff, wenn man ihn sich mal näher anschaut. Und für mich kommt es oft so vor, als hätte man einfach eine Menge positive Gefühle zusammengeschmissen und sagt, wir nennen das jetzt Liebe. Da kann man durchaus, ich meine, der Begriff Liebe kann Sinn machen in Situationen und ist natürlich auch ein Begriff, um das Erleben von Menschen zu beschreiben. Aber darüber nachdenken, was wir oft daraus machen, gesellschaftlich, finde ich schon auch wichtig und ist etwas, was wir hier oder was wir in der Aerospec-Community sicher machen, genauso wie unterschiedliche Konzepte von nicht romantischen Partnerschaften zum Beispiel oder auch anderen alternativen Möglichkeiten, Partnerinnenschaften einzugehen oder wie Partnerinnenschaften gestaltet sein können, wie das alles ausgestaltet sein kann, queer-platonische Beziehungen etc. Das sind alles Konzepte, von denen ich denke, dass davon profitiert werden kann, weil sie im Endeffekt mehr Freiheit geben, eben nicht zu sagen, ja, das ist jetzt der Package-Deal Beziehung und das muss jetzt einfach passen für alle, sondern zu sagen, das sind die Items, die wollen wir. Also alle beteiligten Personen. Mhm. Und diese Freiheit ist, glaube ich, nicht nur für die Aerospec-Community gut. Ja, und vielleicht gerade auch dieses Konzept eben, oder dass wir hinterfragen, dass wir die Hierarchisierung zwischen unterschiedlichen Beziehungsformen hinterfragen und das dadurch auch eben da auch vielleicht Strukturen fordern und helfen, Strukturen zu gestalten, die dem eben auch entgegenkommen. Ja, genau, auch nicht aromantisch oder auch nicht Aerospec-Personen, die ja bestimmten Bildern oder bestimmten Lebensentwürfen einfach nicht entsprechen. Oder darin nicht Platz finden, ja. Genau, mhm. Und die sich darin jetzt nicht wiederfinden. Ja. Sal, du, vielleicht wolltest auch, du noch was sagen? Vielleicht auch gerade bei Lebensentwürfen, so dieses Narrativen, man braucht eine romantische Beziehung, um glücklich zu sein, aufbrechen. Ist halt auch gerade für queere Leute, die sich vielleicht auch gerade für junge queere Leute, die sich Sorgen machen, werde ich jemals sowas finden, selbst wenn sie romantisch sind. Dieses Wissen, okay, ich kann auch ohne das glücklich sein. Es ist nicht der Weltuntergang, wenn ich sowas nie finde, sondern ich bin ja eigentlich genug. Ist ja eigentlich auch ein großer Teil für Selbstakzeptanz. Und so, es kann auch ohne das gehen, ist auch ein wichtiges Narrativ. Noir? Ja, mir ist gerade noch dazu eingefallen, gerade dieses, was Salk eben gesagt hat, dass es eben noch andere Formen geben kann, dass man eben auch ohne romantische Beziehung glücklich sein kann. Das ist etwas, was mir als Demi-Person wirklich besonders wichtig ist, weil ich kann in einer romantischen Beziehung glücklich sein, aber ich bin auch glücklich ohne. Also ich mag beides. Und das ist echt eine wertvolle Sache, finde ich. Und ich finde da eben auch eben, also die Vielfalt davon. Auch wenn das mit einer gewissen Trauer verbunden ist, wenn man zum Beispiel eine Beziehung möchte und das nicht hat, ich glaube auch das ist komplett legitim und wir werden das nicht abschwächen können, aber wir können mithelfen, Strukturen zu gestalten, die dazu beitragen, dass das dann nicht noch wegen gesellschaftlicher Regeln und so das noch stärker abgewertet wird oder irgendwie das Leiden da noch erhöht wird. Ich würde gerne noch so ein bisschen auf die Frage zu sprechen kommen, was sind vielleicht so Einstiegshürden für aromantische Personen in queere Gruppen und dann vielleicht auch, was können diese Gruppen machen,
um einladend zu sein für romantische Menschen. Aber ich sehe, Noir, du hast gerade noch was. Ja, das ist, glaube ich, noch zur eben gestellten Fragestellung. Und zwar kommt von Göttin der Unterwelt. Es wäre vorteilhaft, wenn diese Freiheit in der Gestaltung von Beziehungen nicht nur in der queeren Community, sondern auch unter Straight-Menschen bekannt würde. Ich denke, das würde viel Druck herausnehmen, wenn man sich nicht mehr fragt, muss, ob diese Handlung für die Art Beziehung, in der man sich befindet, geeignet ist. Ja, ja, ja. Mhm, wichtiger Punkt. Danke für die Anmerkung. Ja, und eben vielleicht nochmal eben diese Frage Einstiegshürden. Eben, ich habe vielleicht, für mich ist so ein Punkt, welche Buchstaben stehen da? Und ich merke so, wenn ein Plus da ist, also dann kann ich auch mit LGBT, komme ich auch klar, habe ich auch das Gefühl, da bin ich eingeladen. Oder auch wenn ein Q da ist, fühle ich persönlich mich auch mit eingeladen. Wenn dann nur LGB draufsteht, eben nicht. Und das ist für mich auch so was, wo ich denke, es ist wichtig, eben zu sagen, gerade schwul-lesbische Gruppen, wenn die offen sein wollen, auch für andere queeren Personen, ist es eben wichtig, das sehr explizit zu machen, weil es einfach die Einstiegshürde dann auch tiefer macht. Und ich meine, je mehr Wissen das da ist, das ist auch, wie wird mir begegnet. JJ? Ja, es ist auch bei dem Plus und bei dem Queer, wenn man das so googelt, ich habe das gemacht vor etwa 2 Jahren oder 1 Jahr, weil ich nicht wusste, ob da asexuell oder aromantisch dazugehört. Und ich fand das nicht richtig heraus, weil die Quellen haben sich da widersprochen. Und ich sage mal so, das hilft sicher nicht, wenn das nicht überall dabei ist. Also es sollte irgendwie, keine Ahnung, es sollte irgendwie eindeutiger oder es sollte so definiert werden, dass es wirklich auch alles einschließt, damit man sich mit dem Queer oder dem Plus auch schon eingeschlossen fühlt. Zumindest, wenn man diese Offenheit haben will. Ja, ja. Die Klarheit zu haben, dass man oder dass grundsätzlich Akzeptanz da ist und Aerospec-Personen auch willkommen geheißen werden, das hilft. Mhm. Sal? Ja. Lustigerweise habe ich mich in einer Bio-Community vor allem deshalb auch wohlgefühlt, weil sie explizit biromantisch hingeschrieben haben. Ja. Sie haben nichts von Aspect-Themen auf der Website erwähnt, aber biromantisch war dabei. Das heißt, dass sie dazu ein bisschen wissen, dass es einen kleinen Unterschied gibt. Ja, also eben schon die eben Sprache, die signalisiert, dass wie dass ein Verständnis gibt, vielleicht für dieses Split Attraction Model, also dass zwischen unterschiedlichen Formen von Orientierungen und Anziehungen unterschieden wird. JJ, du wolltest noch was sagen. Ja, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte, aber ich weiß noch etwas anderes, was ich gerne sagen will. Und zwar, wenn man es schon nicht schafft, irgendwie das Plus oder das Queer eindeutig zu definieren, ich meine, das ist fast nicht unmöglich, weil ja wieder viele Leute das eigenständig definieren, denke ich, gerade wenn man so Gruppen oder Anlässe macht, dass man es sich trotzdem die Mühe nehmen sollte, einfach alles aufzulisten. Und auch hinzuschreiben, dass alle willkommen sind, sei es dann einfach eine Liste oder irgendwas, was vergessen wurde. Einfach so wirklich das auch so explizit machen. Weil diese Begriffe noch nicht klar, ich sag mal, kommuniziert sind. Auch in der Community selbst, denke ich. Also, ich weiß nicht, was Leute antworten von der queeren Community, was sie alles als queer bezeichnen würden. Aber so Internetrecherche zeigt, dass da Aro und Ace nicht unbedingt dabei sind. Ja, wie du gesagt hast, es widerspricht sich oft und Menschen widersprechen sich dabei. Und ich denke sowas, also ich finde, es ist auch komplett, also in meinen Augen ist es auch komplett in Ordnung, wenn eine Gruppe sich formiert und sagt, und die Personen schließen wir aus. Oder die Personen möchten wir in unserer Gruppe nicht haben. Aber
dann immer wieder die, also was ich schwierig finde, ist, wenn eine Gruppe sagt, ja, wir sind für alle offen und dann aber gar nicht bewusst ist, was sie durch, wen sie durch ihre Struktur auch ausschließt. Und diese Frage, und wen schließen wir denn aus und wollen wir das? Ist, machen wir das bewusst oder eben nicht? Das finde ich was ganz Wichtiges. Oder hilfreich auch, sich darüber Gedanken zu machen. Ja, ja, ich glaube, damit sind wir, ich sehe Saal, ich gebe dir noch das Wort, bevor ich dann zur letzten Frage komme. Saal, was wolltest du noch sagen? Also jetzt spezifisch Aloaro in die Querstrich-Pan-Communities. Den Spruch Hearts, not Parts, könnten Sie bitte weglassen. Ja. Ja, also genau, das ist so ein Aspekt von auch wie schaffen, was heißt das denn für ein Programm? Das heißt ja nicht, dass dass jede Veranstaltung gleich passend sein muss, auch für aromantische Personen, aber dann eben effektiv auch das Programm so anpassen und vielleicht auch die eigenen Slogans anzupassen, dass sie die Erfahrung nicht ausschließen, oder? Ich glaube, das ist der Punkt, den du da machst. Ja, so ein bisschen. Da ist es halt spezifisch so ein häufiger Spruch aus der Pan-Community, und ich bin mit dem in Kontakt gekommen, so gerade als ich herausgefunden habe, dass ich Alo war, und ich kann mich immer noch nicht ganz mit dem Wort selber identifizieren, selbst wenn die Definition vielleicht passen würde, weil ich einfach so oft diesen Fokus auf romantische Liebe da gehört habe. Ja, ja. Halt zufälligerweise schlechte Leute erwischt. Ja, nee, es macht, wie welche Wörter verwendet werden, wie man oder wie Menschen sich selbst angesprochen, eingeschlossen oder vielleicht in Distanz zu Gruppen und Slogans auch erleben dadurch dann. Also es macht ja einen Unterschied und das macht etwas mit dem eigenen emotionalen Empfinden. Ja, ja. Und auch die Bilder, die gezeigt werden auf Plakaten, ja, und so. Ja, ja, ich komme zur letzten Frage in die Runde. Was nehmt ihr aus der Folge mit? Was sind so Aspekte? Also für mich war es unglaublich toll, da jetzt mal noch eine Aro-Alo-Perspektive mit drin zu haben. Sel, du darfst sehr gerne wiederkommen. Genau, wir bearbeiten Sel jetzt noch ein bisschen. Vielleicht haben wir da bald noch wen mit im Team. Mal schauen. Genau, und es war auch schön, jetzt zu sehen, dass das als Format funktioniert, dieses Live-Aufnehmen, gerade auch mit euren Inputs, die zugehört haben und da mitgemacht haben. Ganz, ganz herzlichen Dank. Finn, magst du gerade weitermachen? Was nimmst du mit? Ja, also erst einmal geht es mir sehr ähnlich wie dir. Ich bin sehr froh, dass Sal dabei war und ich fand den Input toll. Ich werde mir sicher das eine oder andere daraus auch mitnehmen. Und dann, ja, ich weiß nicht, vielleicht, dass ich manchmal, dass ich meinen Bullshit vielleicht auch manchmal einigermaßen sinnvoll rüberbringen kann. Ich weiß es nicht, spontan. Ja. Und generell die vielen Perspektiven und Kommentare aus der Community. Ich finde das immer, das finde ich immer schön und dass das auch live funktioniert offensichtlich. Noir, darf ich dich fragen, was nimmst du dir mit jetzt aus der Folge? Ja, vor allen Dingen mal diese Erfahrung, dass man eben wirklich live spricht, ne? Und nichts kann rausgeschnitten werden. Das ist mal echt interessant. Dann natürlich die ganzen unterschiedlichen Perspektiven, das ist schon echt schön. Also ja, danke, das hat es wieder ein bisschen reicher für mich gemacht. Weiß nicht, JJ, möchtest du? Ja, gerne. Ja, also für mich war es unter anderem noch interessant, weil ich jetzt relativ spontan eingesprungen bin. Ja, und so live zu sprechen ist eine interessante Erfahrung. Ich finde, es hat auch relativ gut und nach Plan geklappt, außer dass wir vielleicht ein bisschen länger gehabt haben als geplant. Es ist immerhin schon über eine Stunde jetzt, eine Stunde 20. Und ich habe vor allem, ich kannte jetzt noch nicht so viel über Aro und ich habe vor allem mit
jetzt auch noch mitgenommen, viel von, nicht alle Arten von Diskriminierung kannte ich schon. Also, und ich habe jetzt da ein, zwei mehr noch mitgenommen, als ich schon kannte. Die meisten habe ich natürlich auch schon mir überlegt, aber ich finde das trotzdem interessant. Ich glaube, wenn man da weiter überlegt, realisiert man noch viel mehr, als wir jetzt hier schon aufgelistet haben. Das fand ich sehr interessant, vor allem den Teil. Da habe ich auch vieles mitgenommen. Sal, magst du noch ein bisschen was sagen? Was du dir mitgenommen hast oder mitnimmst? Also einerseits, ich mag es, mit Leuten zu diskutieren, die andere oder zu reden und sich auszutauschen, die ein bisschen eine andere Perspektive auf ein Thema haben als ich und so ein bisschen andere Erfahrungen haben, wo man auch durchaus was gemeinsam hat. Das wusste ich vorher auch schon, aber hier ist es mir wieder mal aufgefallen. Ich möchte auch ganz positiv auf die Fragen aus dem Publikum hinweisen. Danke an Lia spezifisch für die Statistiken, das finde ich auch sehr spannend. Und ja, ich mochte es. Ja, schön, dass das geklappt hat. So, für mich ist so ein Aspekt auch noch eben zu sehen, was für mich jetzt heute wieder rausgekommen ist, eben wie vielfältig das auch das aromatische Spektrum ist und wie viel das wir beizutragen haben und das zu feiern und da mit einem gewissen Stolz auch wirklich in die queere Community reinzugehen und dass ich mir mehr bewusst bin, auch warum das so wichtig ist. Ja, dann kommen wir zum Abschluss des Livestreams. Und mir fällt gerade auf, heute darf ich mich nicht verplappern oder nichts auslassen. Oder ich muss einfach ganz souverän weiterreden. Mal sehen. Erstmal Bedankungen. Fangen wir an. Wer war das Vorbereitungsteam für den Livestream? Das waren neben mir noch Noah, Sal, Getz und JJ. Die Betreuung im Chat übernommen haben JJ und Noah. Vielen Dank. Den Schnitt den Restschnitt am Ende dafür, dass es auch als Folge hochgeladen wird, wird Getz noch machen. Als Gast möchte ich natürlich noch Sal bedanken. Vielen Dank für deine Perspektive und deinen Input. Stream und Technik hat Olli gemacht. Danke, Olli. Und dann möchte ich mich auch noch beim Serverteam von Aceback German am Discord-Server bedanken. Und besonders auch noch bei Lea, die uns auch sehr geholfen hat. Ja, vielen Dank. Und ja, jetzt, wenn ihr noch Ideen habt, die ihr noch nicht beigetragen habt, Rückmeldung, Kritik, Lob, dann meldet euch doch bei uns. Wir sind zu erreichen auf unserer Website inspektren.eu, auf dem Instagram-Account inspektren-podcast, heißt auf Facebook genauso. Dann haben wir noch einen Twitter-Account, und eine E-Mail-Adresse, die lautet inspektren@gmx.net und einen YouTube-Channel. Und natürlich könnt ihr uns auch noch wie immer auf dem Aceback German Discord-Server erreichen. Das war's dann. Schreibt uns gerne. Auf Wiedersehen, Wiederhören.